Nach jahrelang erfolgreichen Expeditionen eurerseits gibt es in der neuen Welt kaum noch mehr etwas zu erobern. Euer König sendet deshalb seinen fähigsten Mann aus, ein fernes Land zu befrieden, welches bisher als wenig erfolgsversprechend galt. Eure Rivalen sind bereits vor euch aufgebrochen, um den König zu schmeicheln und haben bereits die besten Inseln unter ihre Gewalt gebracht. Einige eurer Rivalen sind nicht besonders erfreut über euer Eindringen. Sie werden es sich nicht nehmen lassen, euch in echte Bedrängnis zu bringen. Diese Ländereien sind reich an Bodenschätzen. Allerdings werden die revoltierenden Eingeborenen und die örtlich angesiedelten Piraten ihr Land nicht freiwillig an euch geben. Setzt ein Zeichen und errichtet trotz der widrigen Umstände eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, von denen mindestens 20.000 Einwohner den Status Aristokrat aufweisen sollen. Zusätzlich sollte eure Bilanz mindestens 10.000 Taler betragen, um den König den erforderlichen Tribut zu zollen. Versuchen wir es doch mal. Wählt euer Banner. Ich habe die Mission selber gebaut und ja. In die Wanten. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Oder warte mal. Ich werde sie mal kurz editieren. Vor eure Augen. Und zwar setze ich, das bleibt so. Und ich setze das hier auf. Habe ich falsch gemacht, oder? So, 20.000 Aristokraten. Und sagen wir mal 22.000 Einwohner, okay? So. Ne, die 20.500. So. 20.000, die Handelsbilanz. Gesichert. Das wird schlimm genug. Habe ich jetzt mal mit euch gemacht, damit ihr es auch mal seht. So. Da, geändert. Man kann natürlich da reinschreiben, was man will, man kann es auch offen lassen, man kann dann trotzdem gewinnen, aber... Wählt eure Fahne. Ich kann nicht so viel sagen. Es ist übel. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich glaube, das wird sehr, sehr übel. Die Karte kennen wir, die hat man nämlich gerade, die Insel. Aber die Voraussetzungen sind einfach richtig furchtbar für uns. Ich weiß es, ich habe sie selber festgelegt. Und es wird auch die letzte Mission sein, die wir hier zusammen spielen. Euch wurde der Krieg erklärt. Ich sag, das wird furchtbar. Das ging viel schneller als erwartet. Wenn ihr jetzt sagt, ey, dem zeige ich es jetzt gleich am Anfang, könnt ihr vergessen. Ehrlich gesagt, die schneiden euch in Scheiben und schicken euch in einzelne Päckchen nach Hause. Legt euch ja nicht mit denen an, ihr habt absolut nichts in der Hand und ehrlich gesagt, die haben alles. Die nehmen euch wirklich alles weg, wenn ihr es mit denen anlegt, garantiert. Da kann auch ich nichts machen, denn auch ich brauche irgendwelche Grundvoraussetzungen, um Krieg zu führen. Oh, wir haben schon kein Holz mehr. Geht ja gut los.
Die müssten eigentlich... Die verkaufen nichts. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich den... Die haben echt schon eine Nachfrage an Holz. Was ist das für ein Blödmann? Der hat gar keinen Holzfäller gebaut. Die haben große Kriegsschiffe. Und die sind aus einem Grund so langsam. Die haben... Warum auch immer sie es nicht nutzen. Die sind voll mit Rohstoffen, mit denen sie arbeiten können. Wir haben jetzt zwar eine Menge Eingeborene, aber die sind vor allem jetzt anfangs eher ein Hindernis als alles andere. Es wird noch ein hartes Stück Arbeit, die von dieser Landfläche zu tilgen. So weh es mir auch tut, aber die müssen weg. Legt euch auch nicht mit den Piraten an, die haben auch richtig was auf der Pfanne hier. Es ist eine schlechte Idee, sich überhaupt anfangs hier mit jemandem anzulegen. Am besten ihr kriecht den allen richtig tief in den Arsch. Und die Eingeborenen habe ich übrigens absichtlich so platziert, denn die nehmen euch gerade am Anfang eigentlich den Platz weg, den ihr bräuchtet. Und ja, die haben Verbindung zueinander so ziemlich. Das heißt, wenn ihr euch mit einem anlegt, könnt ihr gleich mit allen Eingeborenen Krieg führen. Das könnt ihr gerne machen, aber wie lange das durchsteht, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, die rasieren euch auch so ziemlich alles weg. Deshalb müsst ihr vor allem anfangs erstmal kleine Brötchen backen. Und wenn ich sage kleine Brötchen backen, meine ich natürlich nicht, dass wir mit Bäckern anfangen. Die können wir nämlich noch nicht bauen. Wie wir alle wissen, sondern dass wir mit relativ wenig anfangen. Habe ich eigentlich Essen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh ja, ein bisschen Essen habe ich reingetan. Ich glaube, ich habe noch Kanonen gegeben. Ja, habe ich. Also ein Minimum an Kanonen, an Bewaffnung habe ich gekriegt. Beziehungsweise nicht habe ich gekriegt, sondern habe ich mir selbst gegeben. Euch wurde der Krieg erklärt. Yay. Die KI ist ja ein bisschen launisch in dieser Mission. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Und gerade weil wir nicht wirklich was haben, ist das natürlich echt schlecht für uns. Wenn ihr schon wenig Geld habt und ihr müsst das alles in Tribut stecken, tut euch das vor allem anfangs echt weh. Aber wie gesagt, legt euch nicht mit denen an. Ach ja, ich hab hier vergessen, einen Weg zu bauen. Da ist auch, okay. Dann geht's auf jeden Fall vorwärts. Müsste auf jeden Fall gut Holz reinkommen. Oh, gar nicht schlecht. So kann ich die Verbindung da oben zumachen sogar. Wenn ich das jetzt so mache...
Gibt es eine Dreierverbindung? Würde mich mal interessieren. Tatsächlich, da knüpft ein Weg an. Haben wir gleich beide und dann haben wir es auch gleich. So, der Grundstein ist gelegt. Auf unsere Insel wächst natürlich nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnell ein paar Siedlungen kriegen. Denn ich weiß, wenn die kommen, die nehmen wir bestimmt hier die Insel noch weg. Da bin ich nicht besonders erpicht drauf. Ehrlich gesagt, ich mache den Einkauf mal schnell aus, bevor wir pleite gehen. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Ach ja, ich vergaß, die sind hier überall. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass die uns nicht den Krieg erklären. Wie gesagt, die rasieren uns weg. Garantiert. Die sind zwar erst hier auf Siedlerstatus, aber diese ihre gesamten Schiffe sind voll mit Kanonen. Nicht nur deren, auch die von den Piraten. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Meine die Gold? Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hier war, glaube ich, auch alles voll mit Ureinwohnern. Moment, habe ich überhaupt. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Habe ich überhaupt irgendwo. Die habe ich nie entdeckt. Hier sind die Piraten drauf. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ei, ei, Captain! Blau wird mich demnächst vernichten. Ich sehe es schon kommen. Einkaufskosten töten mich vor allem. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Die Insel bietet Gold. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Eure Stadt wächst und gedeiht. Steine habe, sollte ich auf jeden Fall... Boah, das ist echt schwierig, oder? Wie gesagt, ihr könnt euch... Ach du meine Fresse. Oh oh. Ihr habt ein eingeborenen Dorf entdeckt.
Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ich hau mal ab. Ich brauch Stein. Wenn der sich entschließt anzugreifen... Ich habe ihm übrigens absichtlich nur keine Einheiten gegeben, weil das wird zu gemein. Ich kann den nicht mehr umstimmen. Erstens habe ich so viel Geld nicht und zweitens, dem werfe ich es nicht in den Hals. Übrigens, je weiter wir voranschreiten, umso wütender werden die auf uns. Das habe ich so eingestellt. Je nachdem. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Geld. Läuft nur auf den Wegen. Ah, habe ich ja gemein platziert. Wow. Kacke. Oh, gerettet. Das ist jetzt zwar von Anfang eine schlechte Produktion, aber es ist besser als keine. Der hat mein Schiff jetzt schon zusammengeballert. Euch wurde der Krieg erklärt. Euer Volk braucht eine Schule. Es war klar, dass es passieren musste. Wir sind auch sehr aggressiv, wie mir scheint. Dann muss ich ihn dir bezahlen, dass wir wieder Frieden haben. Reicht das? Nö. Na toll, jetzt habe ich dir Geld gegeben und du bist immer noch feindlich. Du Arsch. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Wenn der sich entschließt, hier rüber zu kommen, macht er uns kaputt. Aber sowas von. Ah, perfekt. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Kann ich mir gerade nicht leisten, den Luxus? Okay, bringt bitte Alkohol rein. Ich habe ein tierisches Defizit.
fange bald an zu zittern. Oh, ja. Habe ich mal wieder das Wichtigste vergessen. Den Weg. Okay, jetzt könnte Alkohol kommen. Und wenn ich Alkohol kriege, kriege ich auch einen deutlichen Plus. Deutliches Plus. Du? Eure Stadt wächst und gedeiht. Okay, wir müssen uns erstmal mit Tabak von dem behelfen. Ja, Alkohol. Okay, sollten wir jetzt nicht angegriffen werden, geht's bergauf. Ist das blau? Oh ne, das sind Piraten. Das ist natürlich viel besser. Wenn die Piraten in den großen Kriegsschiff herumfahren. Oh nein, blau ist unterwegs, glaube ich. Das ist blau. Das Schlimme ist, auch seine ganzen Kleinschiffe sind gefährlich. Komm, hau nochmal eine Tonne Alkohol raus, bitte. Die Effizienz von den Dingern ist so schlecht. Der einzige Trost, den wir eigentlich haben, ist, dass wir wenigstens mehr Siedler kriegen nach und nach. Ich hätte natürlich auch Wein nehmen können, aber wenn man schon eine schlechte Produktion hat, dann sollte man wenigstens auf Rum vertrauen. Oh, das sind Piraten. Baut euch bitte aus. Okay, jetzt könnte gleich wieder eine Tonne Alkohol kommen. Jetzt könnte es anfangen zu laufen.